Hallo ihr Lieben, Christian Schemeyer, Partner, Produktionscoach, Psychologe und so weiter. Dies ist mein Vlog hier und wenn du auch Fragen oder Themen hast, kannst du an ein Formular auf liebeschipp.de schicken. Selbstliebe-Challenge geht wieder los, Manifestations-Challenge geht wieder los. Vielleicht nicht das Schlechteste in diesen Tagen. Und wenn ihr Interesse habt an so einem Resilienzkurs, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ja, heute geht es, glaube ich, um das Thema Altersunterschied. Hallo lieber Christian, ich bin gerade dabei, dein Kursmodul 1 durchzuarbeiten. Dabei habe ich mich gefragt, wie sehr man den Liebeschip wirklich beeinflussen kann. Also bei mir geht es ja konkret um Bindungsthemen. Ob du jetzt irgendwelche anderen Präferenzen, die man hat, die interessieren mich persönlich jetzt. Weiß ich nicht, ob man die ändern muss, finde ich müßig. Wenn du jetzt blond lieber magst oder was weiß ich was. Aber gut. Konkret zu mir, ich bin Anfang 20 und schon seit meiner Pubertät ausschließlich an älteren Männern interessiert. Aktuell bedeutet ältere Männer einen Altersunterschied von 15 bis 25 Jahren. Ne? Das ist natürlich schon eine Menge Holz. Mir ist auch schon seit längerem bewusst, dass es mit meinem Vater, der in meiner Kindheit viel abwesend und emotional nicht zugänglich war, zu tun hat. Ja, gut, aber das Problem hatten ja viele. Warum stehen nicht alle auf ältere Männer, ne? Das ist eine Frage, die ich jetzt mal in den Raum stelle. Oder warum haben ja auch viele Männer, warum stehen nicht alle Männer auf ältere Frauen dann, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig aufzuklären. Und ich glaube, so ganz einfache Erklärungen wird sicher ein Teil sein, aber ob die jetzt letzten Endes helfen, könnt ihr auch gerne mal kommentieren, was ihr so meint. Ja, schwierig. So, ich habe mir in der Vergangenheit ebenfalls räumlich und emotional nicht verfügbare Partner gesucht. Stichwort Dreiecke. Gut, dazu kennt ihr ja meine Meinung. Ich habe mit mir selbst ausgemacht, mich nie wieder auf einen vergebenen Mann einzulassen und habe auch kein Problem damit, denn ich weiß, dass es mir gut tut und zu meinen Werten passt, die Finger von diesen zu lassen. Bei dem Thema Altersunterschied spüre ich einen großen Konflikt. Ja, jetzt muss ich auch, eigentlich auch sagen, also so Anfang 20 und 15 und 25 Jahre ist natürlich echt, also ich finde auch, je jünger man ist, umso größer ist der Unterschied eigentlich auch. Also ich sage ich mal 30 und 15 bis 25 Jahre ist auch nochmal wieder was, ist, also kann ich verstehen, dass du das anguckst, auch dass du sagst, das finde ich irgendwie problematisch. Ja, was ist echt schwer, was zu sagen. Ne? Also 25 Jahre bei Anfang 20, boah, das würde ich vielleicht auch vermeiden, glaube ich. Das ist ja auch ein Riesenunterschied, ne? Aber 15 Jahre, ja gut, Männer, ältere Männer sind, gibt ja so ein, ob das jetzt gesellschaftlich oder biologisch, es gibt ja einen gewissen Trend, dass ältere Männer und jüngere Frauen, aber es gibt auch einen Trend, also auf jeden Fall einen gesellschaftlichen Trend, dass es auch in die andere Richtung geht. Also ich, natürlich, wenn man sich mag und liebt, eine gesunde Beziehung ist, ist natürlich vieles möglich. Aber dass das so ein bisschen Bauchkrummeln verursacht bei dir, ja, kann ich schon verstehen. Ja. Ich habe auch mit mir selbst ausgemacht, mich wieder auf einen vergebenen Mann einzulassen. Habe auch kein Problem damit, denn ich weiß, dass es mir gut tut und zu meinen Werten passt, die Finger davon diesen zu lassen. Beim Thema Altersunterschied wiederum verspüre ich einen großen Konflikt. Aus vernünftigen Gründen weiß ich, dass es besser ist, mich beim Altersunterschied an meiner unteren Grenze zu bewegen. Das heißt 10 bis 15 Jahre, das würde ich dir tatsächlich auch raten. Das geht ja noch. Oder sogar einen Partner in meinem Alter zu wählen. Ja gut, also das habe ich auch in meinem Tinder-Video, da waren ja auch viele Zahlen drin. Also ich glaube schon, es gibt auch einen Grund, warum der Bachelor zum Beispiel immer um die 30 ist. Also das, ich glaube schon, dass viele Frauen auch Anfang 20, meine, könnt ihr gerne mal kommentieren, durchaus Männer, die einen Ticken älter sind. Also
Ende 20, 30 bevorzugen würden durchaus. Das finde ich jetzt nicht so übermäßig erklärenswert, weil sie mehr in ihrer Polarität sind oder statusmäßig schon mehr drauf haben. Das ist ja durchaus wichtig für Dating. Ja, schon ihre Mission gefunden haben im Leben. Das kann ich schon nachvollziehen, aber so deren oberen Bereiche, ja, würde ich glaube ich auch nicht machen, ne? Gemeinsame Kinder, die ich mir schon wünsche, und überhaupt eine gemeinsame Lebensplanung wird durch einen größeren Altersunterschied enorm erschwert. Absolut richtig. Und man kann ich ja jetzt auch sagen mit meinen 27 Jahren, also es ist schon so, dass man so an unterschiedliche Lebensphasen kommt, ne, mit dem mit Älterwerden. Man sagt ja mal so alle 7 Jahre, ne? Und da kann auch einfach die Lebensphase überhaupt nicht passen, ne? Ich kann mir aber nicht mal eine zärtliche Umarmung, geschweige denn Sex mit jemandem meines Alters vorstellen. Auch der Gedanke, mein Liebeschip könnte sich zu jüngeren Männern hin verändern, macht mir schon Bauchschmerzen. Ich kann also nicht sagen, dass ich mir eine Veränderung diesbezüglich wirklich von Herzen wünsche. Vernünftige Gründe spielen da, wie gesagt, eine Rolle. Hinzu kommt, denke ich, dass der Markt der guten, bindungsfähigen Männer, die Mitte bis Ende 30, ziemlich ausgedünnt ist. Also, ob jetzt Männer in den 20ern bindungsfähiger sind als in den 30ern, würde ich so mal ein gewisses Fragezeichen dran packen. In den 20ern will man sich auch austoben. Also jetzt jemand Anfang 30 zu daten, spricht, glaube ich, jetzt nichts dagegen. So. Oder Ende 20. Also, ich glaube, ich will mich dann da einfach auf diesen unteren Bereich, der dir noch vorstellbar ist, konzentrieren. Ja. Meine abschließende Frage, kann man den Liebeschip dahingehend verändern? Also man kann sich das natürlich klar machen und man muss, glaube ich, wirklich überlegen, was ist es denn eigentlich genau? Ich würde auch mal ein bisschen gucken, ob es vielleicht nicht doch mit dem Thema Polarität zu tun hat. Falls du mal einen Mann triffst in deinem Alter, der extrem polar ist, ja, kannst ja mal gucken. Aber wie gesagt, jetzt von so einer Anziehung so Richtung Ende 20, Anfang 30, da will ich mir, glaube ich, keine Gedanken drüber machen. Und das andere, also ist, glaube ich, also solche ganz konkreten Anziehungspunkte zu verändern, ist, glaube ich, schon schwierig, aber man muss dem ja nicht unbedingt folgen, ne? Und du hast ja einen weiten Range da und ich glaube schon, das macht dir das Leben ganz schön schwer, so mit so einem großen, sehr großen Altersunterschied. In deinem Alter jetzt vor allen Dingen. Ich plage im Moment einfach sehr die Angst, niemals jemanden kennenzulernen, der zu mir und meinen Wünschen passt. Ich weiß, wenn ich im nice geilen Leben bin, ist diese Frage sicherlich weniger dramatisch. Es fällt mir dennoch schwer, meine Gedanken nicht um dieses Thema kreisen zu lassen. Vielleicht bin ich auch noch niemand in meinem Alter begegnet, der voll in seiner Polarität ist. Ja, da würde ich mal Fokus drauf richten und mir da auch ein bisschen Zeit geben, das mal zu erforschen. Ja, das wäre mein Rat tatsächlich. Würde mich sehr über eine Antwort freuen, Kaslevskolitschkola. Hoffe, ich darf noch. Gott, vielleicht muss ich mal andere Namen nehmen. aber gut. Für heute lassen wir es mal dabei. Und wir sehen uns bald wieder.